Ja, Manuel Feist, im Vergleich zur letzten Saison, wo du im Weltcup ab und zu mal in die Top 30 gelaufen bist, haust du dieses Jahr richtig einen raus. Du hattest schon 4 Top 15 Ergebnisse und warst in Sochi mit dem Team auch als Sieger auf dem Podest. Woher kommt diese Leistungssteigerung innerhalb eines Jahres? Wie erklärst du das? Ja, wir haben im Sommer viel trainiert. Auch dadurch, dass ich jetzt keine Schule mehr hatte und bei der Bundeswehr war, konnte ich das eben optimal ausnutzen im Sommer. Und wir haben die Umfänge im Lauftraining auch nochmal stark gesteigert und da kam jetzt eben einfach im Winter dann auch schon mehr raus wie letztes Jahr noch. Du hast auch bei der JWM echt gute Form bewiesen. Du hast 3 Goldmedaillen gewonnen, beide Einzel für dich entschieden. Wie stärkt das dein Selbstvertrauen auch im Hinblick, dich jetzt bei den Großen im Weltcup und bei der WM zu beweisen? Ja, das war natürlich nicht einfach. Ich bin ja schon als Favorit auch hingefahren nach den Weltcup-Ergebnissen. Und habe dann trotzdem meine Leistung gebracht und das hat mich auch auf jeden Fall gestärkt. Und jetzt bei der WM ist ja ein bisschen eine andere Ausgangssituation für mich. Da fahre ich ja als Neuling hin, meine erste Großveranstaltung jetzt. Und da versuche ich einfach meine Erfahrung zu sammeln und alles mitzunehmen. Und wenn was Gutes dabei rauskommt, ist schön. Und ich gebe einfach mein Bestes, ja. Was glaubst du, was wird sich unterscheiden zur echten WM sozusagen im Gegensatz zur JWM? Ja, also das ganze mediale Interesse wird natürlich nochmal einiges größer sein. Da war bei der JWM ja eigentlich recht wenig vor Ort und auch zuschauertechnisch war es da eher dünn. Und ja, eben die Konkurrenz ist natürlich nochmal einiges stärker mit den Weltbesten eben. Und es ist dann nochmal bestimmt was ganz anderes. Wo rechnest du dir denn eventuell einen Startplatz aus in Predazzo? Ja, auf der kleinen Schanze dürfen ja 5 starten, weil der Erik gewonnen hat in Oslo, haben wir einen Startplatz mehr. Und da wäre es auf jeden Fall schön, wenn ich da mitmachen könnte. Wie sieht es denn bei dir aus in Bezug auf die Schanzen vor Ort und auch die Loipe? Du warst im letzten Jahr im Weltcup dort 29. Was wäre dieses Jahr drin? Ja, also die kleine Schanze mag ich eigentlich auf jeden Fall ganz gern. Die hat eher einen flachen Anlauf, das kommt mir eigentlich zugute. Und also ich glaube, jeder von uns hat auf jeden Fall das Potenzial, dass wenn alles zusammenkommt, dass er da vorne mitmischen kann.